Und ich könnte mal ein Medipack nehmen. Hallo. Oh oh. Na, wie geht's? Deine Waffe schaut durch die Wand. Toll. So lange Arm habe ich leider nicht. Kannst du die beim Sterben nicht wenigstens ein bisschen weiter vorwerfen? Das wäre ja wirklich freundlich. Muss ich extra außen rumlaufen wegen dir? Menschenskind. Ihr macht mir das Leben echt schwer. Was zum Teufel? Ich wollte Jankowski in dem Gebiet. Wie ist der bloß bis dahin gekommen? Oh oh. Ich mag's nicht, wenn das alles flimmert. Sie wissen nicht mal, wer Sie sind. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hier bin. Na gut, das ist Armecam, aber... Nein, ich will das haben. Aber ich weiß allgemein nichts. Das, wo ich bin, ist nur so eine kleine Nebensache. Besser gesagt, wer ich bin. Aber hey, man muss es immer auf den Vorteil sehen. Wenn man schon nichts weiß, dann kann man wenigstens immer was dazulernen. Es sei denn... Man fungiert nach der Tatsache dumm geboren. Nichts dazugelernt und die Hälfte noch vergessen. Ich speichere jetzt mal ein bisschen häufiger. Oh Gott. Ja, genau wegen sowas. Und auf einmal wird die Musik wieder ruhig. Jetzt ist es mit der Musik und der Malung, haben die echt geil hingekriegt hier im Spiel. Ich traue mich schon gar nicht mehr, nochmal ums Eck zu gehen. Aber gut. Oh, toll, hinter meiner Treppe. Schön, dass ich da meinen Hintern hinstreck. Wenn da einer mit einem dildo-großen Kampfmeister gestanden hätte, dann hätte ich aber geguckt. Dann hätte ich Augen gemacht. Ah, Gott. Ich stehe ja nicht sehr günstig. Aber wenn das schon so den Kopf raus lugt. Kann ich ja eigentlich runterfallen? Was? Wollt ihr wirklich, dass ich das... Also, nee, also... Na gut, ausnahmsweise. Hieronymo! So, zufrieden. Okay. Können wir jetzt weitermachen? Gut. Ich weiß, was jetzt kommt. Upsala. Und Abflug. So, wir sind jetzt... Sie müssen das Server-Center finden und zurücksetzen, damit ich ins System komme. Vielleicht sehen wir dann, was da drin abgeht. Alles klar. Oh. Okay. Beschädigt. Oh Gott, und ist es hier dunkel. Und ganz ernsthaft, ich würde gerne mal wissen, was für eine Taschenlampe das ist. Und
Taschenlampe, die nur so knapp 10 bis 20 Sekunden hält, nachdem man sie anmacht und sich dann wieder auflädt innerhalb von ein paar Sekunden. Wieder so ein Mist. Ja, so wird's auch gehen. Kaktus mit Blümchen drauf. Juhu. Was ich sagen wollte, irgendwie... Oh, scheiße. Ich hab gerade die Taschenlampe ausgemacht. Irgendwie ist mir hier nicht so... What? Kinosaal. Okay. Weltallnachrichten. Das ist doch immer schön. Oh Gott, ich will hier raus. Ich will hier. Hi. Ach, du hast nichts Besonderes. Lass beim nächsten Tod wenigstens was Ordentliches liegen. Was? Das war jetzt aber keine Vision. Da ist wirklich jemand weggerannt, oder? Zugesperrt. Amicam Technology. Oh, und die verdammten Dosen. Ich kann es nicht mehr hören. Was? Kann ich hier rein? Gefällt mir schon besser. Hier ist es gemütlich. Hier bleibe ich. Ich glaube, ich muss sogar hier rein, oder? Hm, nö, eigentlich nicht. Da kann ich von außen hier rein. Ja. Das hat's jetzt gebracht. Klo? Hallo. Gehen Sie mir aus dem Weg. What? Wo? Wer? Was? Wann? Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Und ich hasse dich vor allem. Du. Du fetter Vettel, du. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ich sehe überhaupt keine Sau. Wo hast du eine Erziehung genossen? Also, ich weiß nicht. Irgendwie liegt es immer daran, dass ich mir als Hausmeister so scheiß Arbeitsplätze aussuche, aber irgendwie lösen sich alle Häuser auf, in die ich reingehe. Ach ja, und apropos, weil ich darauf schon angeschrieben wurde in meinem Channel. Nein, ich bin... Das ist ein Hinweis auf etwas namens Icarus. Das war wohl ein Bioengineering-Programm, das 1973 gestartet wurde. Hat was mit Gesundheit in Zusammenhang mit Mikrokavitation zu tun. Muskelschwund, Knochendichte, all sowas. Ja, mit Gesundheit kennen die sich ja bestimmt gut aus. Da wette ich drauf. Was ich sagen wollte, weil ich schon darauf angeschrieben wurde in meinem Channel. Nein, ich bin beruflich nicht Hausmeister. Ich finde das ziemlich lustig, dass das manche jetzt so aufgefasst haben, aber es ist nicht so. Ach, der ganze Stress nur für eine Barriere, wo ich mal schnell hätte unten runterkriechen können. Es wird aber echt schnell gehen müssen. Na gut. Hinlegen und einmal rechts rollen. Gut. War ja klar. Irgendwie ist in vier mindestens jede zweite Tür durch irgendwas blockiert.
Wieso ist es hier so? Oh, es ist wirklich arschdunkel, wenn man die Taschenlampe ausmacht. Eben nicht. Oh, Alter! Ja, was geht denn ab? Ich wollte gerade sagen, das sieht mir so aus, als würde hier gleich wieder was... Bam. Ich war schon am Überlegen von dem Satz, da kam schon der Mist. Rätsel. Wieso geht die Tür nicht auf? Also, ich komme nicht dahinter. Ihr vielleicht? Schreibt's in die Comments. Ich bin total planlos. Kein Ding. Ruf mich an. Das Coolste ist ja Call Me. Ah ne, nicht Call Me, sondern Call Mel. Das ist ein L. Ich speichere mal wieder. Ach Gott. Und was haben wir hier so Schönes? Das ist viel zu dunkel, da will ich nicht hin. Was sieht nur so aus, als würde es dort weitergehen. Ich schau mal eben dort rein. Gott sei mir gnädig. Hallo? Ach, das ist der. Okay, hat sich erledigt. Ich höre was. Das hört sich nicht toll an. Oh, Alter! Was ist das? Jetzt habe ich keine Ahnung, ob das jetzt ein beabsichtigter... What? Ah, was zum... Also doch. Eine solche Art Assassinen, die sich unsichtbar machen können. Ja, toll, das hat mir jetzt noch in diesem Spiel gefehlt. Wie gesagt, diese Passage, ab dieser, schon ab einigen Passagen vorher, also weniger als Hälfte sogar, weil ich bisher gerade mein kleiner Teil vom Spiel geschafft. Den allergrößten Teil spielt jetzt blind. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eben ein Bug war oder ob das so gewollt war, dass es den durch die ganze Decke durchzieht. Och, jetzt kommt, hört halt auf. Ah, okay. Ich verstehe. Die können sich an Wände ranheften. Ja, wirf mit Stühlen nach mir, genau. Ich glaube, für solche Leute lasse ich lieber das hier sprechen. Hey, verdammte all die Taschenlampen. Wer ist denn auf die Idee gekommen, mir so eine zu geben? Speichern. Okay, ich sehe dich. Aua! Da winkt er mir einfach durchs Fenster. Und reißt mir dabei beinahe ein paar Gliedmaßen aus. Wow. Ah, besser.